Wünschst du dir, dass Gespräche mit Frauen einfach ein bisschen intensiver sind und länger gehen? Das heißt, dass du etwas sagst, wie zum Beispiel, wie dein Urlaub war oder wie ihr Wochenende war und das Ganze nicht ein einsilbiger Schlagabtausch ist, sondern dass ihr wirklich mal an einem Thema bleibt, einer vielleicht was Witziges sagt, darüber gelacht wird und man dann dadurch sich besser kennenlernt oder eine Verbindung aufbaut. Wenn das dein tiefer Wunsch ist, dann bleib bitte bis zum Ende dran, denn heute bekommst du von mir wichtige Erkenntnisse zum Thema Gespräche mit Frauen aufbauen. Hi ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit euch über intensive Gespräche mit Frauen sprechen und mit welchem Trick du es schaffen kannst, ab sofort bei jedem Gespräch, ob mit Mann, Frau oder auch auf der Arbeit mit irgendwelchen Kollegen, immer intensiver wirst und vor allen Dingen das Gespräch nicht sofort stockt oder du dich immer wieder fragst, was soll ich denn jetzt sagen? Natürlich geht es vielen so und deswegen gibt es da einige Strategien und ich möchte dir heute eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten beleuchten, wie du es schaffen kannst, dass Gespräche intensiver werden. Fangen wir mal mit einem Beispiel an, damit klar wird, worum es geht. Du sitzt mit einer Frau auf dem Date und ihr unterhaltet euch und es fließt einfach nicht so richtig das Gespräch und ihr hüpft von Thema zu Thema und das ziemlich schnell. Und sie erzählt jetzt, dass sie als Kind mit ihrer Familie immer in den Allgäu gefahren ist. Ja? Und dann hört sie auf zu erzählen, weil das dann du bist an der Reihe, was zu sagen. Und viele Männer machen jetzt Folgendes, sie beziehen diese Frage auf sich und dann kommt so etwas wie, ich war noch nie im Allgäu. So, Gespräch abrupt beendet. Das heißt, hier ist jetzt entweder Ihre Chance da, das noch ein bisschen zu retten und sowas zu fragen wie, gab es einen bestimmten Grund dazu oder wo wart ihr? Aber hier merkst du schon Folgendes, jetzt sind wir durch deinen beendenden Kommentar schon in ein anderes Thema gesprungen. Das heißt, es geht jetzt plötzlich darum, ja, wir waren immer in der Türkei. So. Wenn jetzt dieser schlimme Schlagabtausch noch weitergeht, dann könnte sie dann antworten, ich war noch nie in der Türkei. Und dann könntest du antworten, das ist aber schade. So, hier haben wir ein trockenes, faktenaustauschendes Gespräch, wo keine Emotionen richtig rüberkommen. Hast du das Gefühl, du möchtest gerne intensiver daran arbeiten, selbstbewusster zu werden und natürlich letztendlich um dein Ziel zu erreichen, besser bei Frauen anzukommen? Dann trag dich jetzt hier in den Link in der Infobox ein für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Bei diesem Erstgespräch sprechen wir über meine Coaching-Pakete. Ich höre mir deine Geschichte ganz genau an und kann dich dann entsprechend beraten, welches Coaching für dich bei mir passend ist. Ich freue mich, dich bald am Telefon zu hören. Gehen wir bitte mal zum Anfang des Gesprächs und schauen, was schiefgelaufen ist und wie man das in Zukunft anders machen könnte. Sie sagt, ich war mit meiner Familie früher immer im Allgäu. So, und anstatt, dass du das sofort auf dich beziehst, weil es geht jetzt in dem Moment gerade gar nicht um dich, sondern dein Gegenüber hat ja etwas über sich erzählt. Und wenn du intensivere Gespräche möchtest, dann ist jetzt deine Chance, bei diesem einen Thema zu bleiben und so ein bisschen ihre Emotionen hervorzuholen. Weil gerade bei so einem persönlichen Thema, wenn sie dir verrät, dass sie da als Kind immer Urlaub gemacht hat, dann hängen da Kindheitserinnerungen dran, dann hängt da ein positives, liebevolles Zurückblicken dran, wo sie sagt, das hat mich als Kind geprägt, das ist für mich Urlaub, wenn ich bestimmte Gerüche rieche, erinnere ich mich an den Allgäu und dann geht mir das Herz auf und ich denke gerne an die Zeit zurück. Ja, das ist deine Chance, eine Verbindung herzustellen. Und ganz, ganz viele Menschen haben verlernt, aktiv zuzuhören. Die warten nur darauf, dass der andere fertig geredet hat, damit sie selber wieder was sagen kann. Und deswegen jetzt hier, sie sagt, ich war mit meiner Familie immer im Allgäu. Und dann kannst du einfach mal sagen, Allgäu, das ist ja interessant. Wie sind deine Eltern dazu gekommen, dort Urlaub zu machen? Ja, und dann geht's los. Ja, wir hatten früher eine Tante, die ist dann aber, weil sie sich verliebt hat, dahin gezogen. Total schöne Geschichte, hat dort geheiratet und dann haben wir uns selber aber durch die Tante immer mal wieder, da hat es uns dahin verschlagen und dann haben wir verschiedene Hotels, Bio-Hotel oder irgendwelche Kinder-Hotels ausprobiert und das war so schön, weil man sich da frei bewegen konnte und ich denke mir jetzt gerade irgendwas aus. Ich war noch nie in meinem Leben im Allgäu, ja. Aber ich stelle mir das so vor, die Wiesen und so Hügel und die Kühe versperren den Autos den Weg auf der Straße und du musst aussteigen und die Kühe wegschieben, weil du nicht weiterfahren kannst, ja. Und plötzlich habt ihr einen Lacher, ja. Dann habt ihr dieses, ich kann mir schon vorstellen, Simone, wie du gerade auf der Straße stehst und so eine Kuh am Hintern packst und die versuchst von der Straße zu schieben. Am Ende fliegst du am besten noch den Hügel mit der Kuh runter, ja. Also man kann da ja wirklich richtig schön reingehen. Und plötzlich haben wir so einen sympathischen Austausch und sie merkt, ja krass,
Der Mann ist ja richtig interessiert an mir, ne? Der will hier nicht irgendwie wie in einem Interview von Thema zu Thema hüpfen und beide sind total verzweifelt. Oh Gott, nach 10 Minuten, wo sollen wir noch drüber reden? Wir haben alles abgehakt, ja? Sondern man hat Spaß zusammen und findet so ein bisschen heraus, was den anderen ausmacht. Ja, und du kannst sogar noch eins draufsetzen und kannst dann vielleicht sogar noch fragen, wie oft seid ihr da immer hingefahren? Und dann sagt sie eigentlich mindestens einmal im Jahr, aber manchmal sogar zweimal. Das war bestimmt total schön. Bist du als Erwachsene dann auch wieder dahin gefahren? Und sie sagt dann zum Beispiel, nee, leider nicht. Und dann kann man direkt wieder so eine Brücke schlagen und so gemeinsames Traumschloss bauen, wenn du sie wirklich magst. Und wenn du offen für den Allgäu in dem Fall bist und kannst zum Beispiel sagen, wäre das was für dich, so in den nächsten 1 bis 2 Jahren da mal wieder hinzugehen, in die Kindheit einzutauchen, das wieder mit anderen Augen zu sehen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man als Erwachsener an einen Ort geht, den man als Kind sehr, sehr gerne hatte, dass plötzlich alles so klein ist und dass man das in seinem Kopf so riesengroß in Erinnerung hat. Und es kann jetzt zum Beispiel sein, dass sie der Typ ist, der sagt, nee, ich will das so in Erinnerung behalten, wie ich das als Kind gesehen habe. Okay, ist in Ordnung. Das ist immer so mein Moment, wo ich merke, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, aber es ist vollkommen in Ordnung, dass sie das so empfindet. Sie könnte aber genauso gut sagen, oh ja, das würde ich so gerne mal. Und dann kann man sagen, na mal gucken, vielleicht verschlägt es uns ja irgendwann mal zusammen in den Allgäu. Und schon haben wir dieses Traumschloss. Weil Frauen wollen ja auch immer mal das Gefühl haben, Männer natürlich auch, aber Frauen noch mehr, dass man gewillt ist, in die gleiche Richtung zu gehen. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wie könntest du in dem Moment komplett verscheißen, wenn du sagst, ich hasse den Allgäu. Da stinkt's, die Kühe sind total blöd und dann muht's die ganze Zeit und dann bist du morgens um 4 von irgend so einem scheiß Hahn geweckt und kannst gar nicht richtig ausschlafen und dann ist man immer in so Hotels, wo alles viel zu eng ist und alles ist aus Holz und die Leute, die wollen dann immer über alles reden und alles über dich erfahren, obwohl mich die überhaupt nicht interessieren. Ich kenne die ja gar nicht. Nach dem Urlaub sehe ich die überhaupt nicht mehr. Also auch das denke ich mir jetzt gerade aus, aber es ist aus Kundenerzählungen, sowohl aus der Frauen- als auch aus der Männerperspektive schon oft passiert, dass jemand so auf diesen Negativzug aufspringt. Du darfst den Allgäu ruhig nicht mögen. Das ist nur die Frage, magst du denn die Frau, die gerade vor dir sitzt? Und glaubst du, dass es förderlich ist, wenn du jetzt alles, was du nicht magst, in den Vordergrund stellst? Oder geht es vielleicht eher erstmal darum zu schauen, wo matchen wir und wo können wir zusammen lachen und wo haben wir beide Gemeinsamkeiten, wodurch die Nicht-Gemeinsamkeiten plötzlich gar nicht mehr so wichtig sind. Aber wenn wir nur darüber reden, was wir doof finden, kann da nicht viel zwischen uns entstehen. Und so schlau muss man sein, dass man das einfach so ein bisschen trennt. So, jetzt haben wir eben hier dieses Szenario gehabt, wo wir wirklich tief reingehen, wo wir drüber sprechen. Wie hast du das empfunden? Wie ist es so, wenn du zurückdenkst? Warst du schon mal als Erwachsener wieder da? Und dann hast du plötzlich diese Emotionen von ihr. Und so kannst du das für jedes Thema machen. Also, wenn sie über den Beruf redet, wenn sie über ihre Ausbildung, über ihr Studium, wenn sie über andere Urlaube spricht, dann kannst du, ohne das sofort auf dich zu beziehen, sondern erstmals auf sie zu beziehen, ganz genau nachfragen. Ja, stell ihr nicht eine Frage nach der anderen, sondern schau auch einfach mal, was sie so, wenn sie so ins freie Erzählen kommt, was ihr so wichtig ist, in dem Moment loszuwerden. Wie war das für dich damals? Hat dir das gefallen? Oder wäre das ein Urlaubsort, den du heute als Erwachsene auch mit deinen Kindern in Erwägung ziehen würdest? Also ist das was, wo sie sagt, das ist eine Fehlentscheidung meiner Eltern gewesen, um Gottes Willen, ich kann mich damit nicht identifizieren? Oder wo sie voll und ganz dahinter steht und sagt, würde ich jederzeit wieder machen. Und dann ist es ja ganz interessant, den Mensch dahinter einfach mal so ein bisschen kennenzulernen. Und dann ist der Moment gekommen, das auch so ein bisschen auf sich zu beziehen. Ja, bevor wir dann gerne auch zum nächsten Thema gehen. Jetzt sind wir beim Thema Urlaub, wir sind beim Thema Allgäu. Jetzt haben wir auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du warst schon mal im Allgäu oder warst nicht. Sagen wir mal, du warst noch nie im Allgäu. Jetzt ist die Frage, findest du das schade oder bist du eigentlich ganz froh, weil du nicht so der Hüttentyp bist? Ja. Je nachdem, es ist gar nicht so wichtig, dass du dich jetzt hier verstellst und sie da komplett drin bestätigst. Aber hier geht es ja auch so ein bisschen um Toleranz und das sollte man einfach haben. So einfach ein, wie sagt man, einfach ein Skill, den man haben sollte. Also kannst du jetzt zum Beispiel antworten, ich war, muss ich gestehen, tatsächlich noch nie im Allgäu. Aber wenn ich so Fotos sehe, finde ich, das sieht von den Hotels her auch mal richtig schön aus. Die sind ja dann auch oft mit Pools und haben leckeres Essen. Also könnte ich mir auch vorstellen. Also du kannst da so ein bisschen drauf eingehen. Und dann machst du sie neugierig. Und das ist immer so ein bisschen wie Geschichten erzählen bei kleinen Kindern. Weißt du, wo ich als Kind immer im Urlaub war? Da kommst du nie drauf.
Und sie so, wo warst du im Urlaub? Und dann fängt sie an zu raten und plötzlich ist das Ganze super intensiv und ihr habt richtig Spaß, weil das nicht, ihr macht nicht wie Tischtennis spielen und haut euch da auf die Schnelle den Ball hin und her, sondern man ist wirklich mal so beisammen, tauscht sich aus und hat das wie so ein kleines, wie so ein Erlebnispark in diesem Gespräch, ja, wie mit so einer Achterbahn und man tauscht sich auf einer ganz anderen Weise aus dadurch. Und dann kann sie raten und dann sagst du vielleicht zweimal, nee, nee, vielleicht kommt sie auch drauf, dann musst du ihr einen Shot ausgeben. Das ist dann wieder der Moment oder ein Zitronenwasser. Aber letztendlich geht es ja darum, einfach zusammen zu lachen, zu sagen, krass, da ist noch nie jemand drauf gekommen. Okay, darauf müssen wir jetzt einen trinken. Zwei Tequila bitte. Ohne dass ich euch jetzt zum Alkoholtrinken animieren möchte. Ihr könnt trinken, was ihr wollt, könnt auch zwei Tee darauf trinken. Ja, genau. Und ansonsten ist es natürlich so, dass sie nicht drauf kommt. Und da kannst du es dann so machen, okay, ich verrate es dir. Wir waren früher immer in der Türkei. Ich bin so dieses Strandkind gewesen und das ist jetzt tatsächlich meine Perspektive. Ich war wirklich dieses Strandkind, Miniclub den ganzen Tag und meine Eltern konnten schön braun werden. Und dann kann man da ja so ein bisschen was drüber erzählen. Hast du schon mal Cluburlaub gemacht? Wie ist das so für dich? Und ich kann mich noch erinnern, da war ein Animateur, der war 2 Meter groß. Und der ist immer rumgelaufen mit so einer Baseballkappe rückwärts. Er sah aus wie ein kleines Kind, obwohl der so riesig war. Und er hat den ganzen Tag mit den Kindern gespielt und hat den Affen gemacht. Ich werde diesen Typ niemals auf den Kopf kriegen, weil das war so lustig. Der hat aber, glaube ich, die Erwachsenen ziemlich genervt. Für uns Kinder war das mega. Für Erwachsene, sind ja von den Animateuren immer eher so ein bisschen angepisst. Nun Leute, jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick gegeben. Es ist ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Mit jedem. Auch wenn ihr mit euren Freunden redet. Es lohnt sich immer, so ein bisschen tiefer ins Gespräch zu gehen, weil man den anderen auf eine wundervolle Weise noch intensiver kennenlernen kann. Jetzt freue ich mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Denk dran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer auf dem Laufenden bist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!